1. Willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons, zu einer weiteren Traumreise, einem weiteren Part einer weiteren Folge von Verträumt. Hier sind gerade diverse Hintergrundgeräusche, weil einfach gerade ein Flugzeug hier lang fliegt. Passend. Und wir sind heute in Bisade tatsächlich. Yo, die Stadt von Max, die Insel von Max, besuchen wir heute. Ich habe jetzt tatsächlich einfach nochmal Videos geschaut, damit ich jetzt wirklich weiß, hundertprozentig, wie diese Stadt ausgesprochen wird. Und in der Cutscene wurde Bisade gesagt. Also spreche ich es jetzt so aus und es müsste passen. Final Fantasy X übrigens. Ja, nicht, dass ich davon Ahnung hätte, aber ja, informiert und so. Ich gehe direkt mal ans Design Terminal, würde ich sagen. Ja, und klar, ich kenne die Stadt, aber nicht im kleinsten Detail wahrscheinlich. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr, die Stadt nochmal mir anzuschauen, die Insel. Ich werde nach wie vor immer wieder Stadt sagen. Es geht nicht raus. Hier haben wir das Logo von Kingdom Hearts. Okay. Und das ist es auch. Ja, ich weiß gar nicht, was bei mir da so alles drin ist, aber naja. Wahrscheinlich auch meine ganzen Blumensachen da, ne? Naja. Whatever. First things first. Wir machen erstmal wieder eine kleine Übersicht hier. Und stimmt, das sieht man hier auch wunderschön. Der Max hat hier einen Campingplatz, also wirklich neben dem eigentlichen Campingplatz, dem Gebäude, halt einen eigenen Campingplatz gebaut. Und das Ganze mit Bewohnerzelten. Und das Ganze ist jetzt angeordnet wie ein Triforce. Und das ist schon richtig cool, einfach auf der Map zu sehen. Schlummeradresse seht ihr natürlich auch unten. Und ja, ansonsten kann man auf jeden Fall sehen, dass er auch so eine Villager-Area hat, wie ich. Ja, und den Rest der Kunden mal, würde ich sagen. Ich muss gerade erstmal gucken, wie weit ist überhaupt nochmal der... Genau, der Flughafen ist ein bisschen weiter weg diesmal. Ich laufe einfach trotzdem erstmal zum Flughafen und dann starten wir da wieder unsere Tour wie immer. Es ruckelt hier gerade so ein bisschen, also auch in-game. Ich glaube, da ist wieder so ein bisschen das Spiel überlastet. Das ist leider bei mir auch so, wenn ich nach Hause gehe zu mir, dann ist das Spiel irgendwie immer ein bisschen überlastet. Auch wenn... Gefühl steht da gar nicht so viel rum, aber irgendwie kommt das Spiel da nicht so ganz drauf klar. So, hier haben wir schon mal einen kleinen Eingang mit Rosen. Die passen eigentlich ganz gut zusammen, so rosa und gelb. Sehe ich jetzt zum ersten Mal auch in dieser Kombination. Hier ist direkt der Laden, was ja praktisch ist. Der hat jetzt natürlich zu. Und hier sind, die können wir jetzt natürlich jetzt leider nicht aufnehmen im Traum. Aber, der Max nutzt die, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, immer halt für Reisen. Dass er die dann halt mitnimmt. Weil er sie ansonsten so auf der Insel nicht braucht. Geht mir eigentlich ähnlich. Ich brauche die auch nicht mehr unbedingt. Die Leiter nehme ich mir trotzdem ganz gerne mit. Und ja gut, den Stab jetzt halt einfach auch, weil ich brauche den Platz aktuell nicht so dringend in meiner Tasche. Hier haben wir so eine kleine Area mit DIYs. Es ist die Frage, ob ich hier was noch nicht von habe. Das wäre nämlich ein bisschen belastend, weil ich kann die jetzt zwar aufheben, aber ich kann die auch nicht erlernen. Das kann man jetzt mal testen. Du kannst im Traum keine Bastelanleitung erlernen, abgesehen davon, dass ich es wahrscheinlich schon habe. Aber beim Goldgeschirr bin ich mir gar nicht so sicher. Kann ich das eigentlich nachgucken? Das könnte ich sogar nachgucken. Oder? Nee, okay. Es lässt sich gar keine App nutzen. Cool. Wäre halt, wie gesagt, auch ein bisschen merkwürdig. Aber ja. Hier halt so eine kleine Verkaufsstand-Area. Oben ist, glaube ich, noch eine. Weiter oben links. Das mit der Vogelscheuche und den Steinen hier gefällt mir auch ganz gut. So ein kleines Blumenfeld. Dieses Schild habe ich, glaube ich, in der Farbe auch noch nie gesehen. Und hier haben wir dann... Ach, genau diese... Boah, Getreideaufsteller. Ich weiß nicht, wie man die nennen soll. Die finde ich auch ganz cool am Strand platziert. Und ich weiß nicht, jetzt renne ich gerade einfach über den Strand. Hallo. Das ist Seiner. Seiner. Wie auch immer. Auf jeden Fall einer der menschlichen Bewohner hier. Moment, die hat gerade auch eins gesagt, oder? Moment. Ja, tatsächlich. Ja, wer das übrigens nicht mitbekommen hat, das war jetzt nicht irgendwas zum Synchronisieren oder sowas am Anfang des Videos, sondern das war halt dieser 1-Insider. Kommt halt daher, wenn man R drückt und dann aus Versehen, wenn man das wieder beenden will und dann einfach nicht weiß, wie man es beendet und einfach aus Versehen einfach nur 1 schreibt. Ja, wie auch immer.
alles schön vom 20. März und den nächsten Tagen. Damals zu Release des Spiels. Herrlich. Ja, auch hier ist direkt die Schneiderei nebenan. Und ein paar. Ich weiß nicht, das sieht mir ein bisschen auch teilweise nach Unrat aus. Also hier sind so ein paar Sachen, die irgendwie autotechnisch zusammenpassen. Was ist das hier eigentlich für ein Schrank? Ein Holzschrank in Schwarz einfach nur? Ich weiß es gar nicht. Hier hinten dann genauso. Auf der linken Seite vom Luke. Und hier oben kommen wir dann in einen. Das Schild ist, glaube ich, auch schon lange da, oder? Ich glaube, das habe ich ihm mal geschenkt. Relativ am Anfang. Ja, und hier haben wir einen schönen Wasserfall. Der ist auch, glaube ich, relativ groß auf der Karte zu sehen. So, ne? Also dieser ganze Wasserbereich da, genau. Gucken wir uns gleich auf jeden Fall nochmal im Detail an, aber wahrscheinlich eher auf dem Rückweg. Was dieser Rollstuhl jetzt hier macht, weiß ich spontan auch nicht. Kann man vielleicht barrierefrei die Insel erkunden, insofern das überhaupt möglich ist. Hier ist das dieses... Ich muss mal gerade gucken, von... Wo kann ich das nochmal nachgucken? Ich kann das, glaube ich, in der Nintendo Switch Online-App nachgucken, oder? Das sieht mir nämlich aus nach dem... nach diesem neuen Item, was es gibt. Okay, kürzliche Träume ist, Bisade jetzt noch nicht drin. Schade. Dann halt nicht. Ich wollte halt eigentlich gucken, wann es aktualisiert wurde zuletzt. Ich glaube nämlich, das ist das Ding, oder? Ja, guck mal, so wie es sich bewegt, ist das Ding auf jeden Fall. Dieses saisonale Item. Hier ein netter T-Rex-Schädel, der sich bewegt. Hier haben wir so eine etwas schwerer zu fangende Muschel. Und hier so ein schöner Springbrunnen. Und dann kommen wir hier auch wieder zurück zum Festplatz. Das ist also auch so ein erweiterter Festplatz. Den schönen Designs von Jalla. Und ja, einer netten Bank. Mit einem Flamingo nebenbei. Fragt mich nicht, ob das Mr. oder Mrs. ist. Hier würden wir dann wieder runterkommen. Da ist Dorothea, ist es, glaube ich. Hier ist auch noch irgendjemand. Ich weiß gerade nicht, ob das... Ja, das... Nee, das ist Maxel. Okay. Willkommen. Sehr interessant. Habe noch nie auf die Namen von seinen anderen Charakteren geachtet. Hier auf jeden Fall noch ein großes Züchtungsbeet. Und hier ist dann der kleine Jahrmarkt, Spielplatz, Slash. Ich glaube, er hatte mal einen wirklich abgetrennten Bereich, Spielplatz, aber das ist jetzt irgendwie so ein bisschen verschmolzen. Kann man sich mittlerweile eigentlich hier irgendwo... Es gibt ja eine Seite auf dem Ding... Nee, das triggert mich immer noch ein bisschen. Max, dreh das bitte mal um. Ich will mich da draufsetzen können. Auf diese Fläche, die man da sieht, diese orangene Fläche. Da kann man sich ja draufsetzen. Es triggert mich ein bisschen, dass das hier nicht geht. Das Ding habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht, dieses Item. Dieses kleine Gasblitt-Theater. Ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt. Das ist wahrscheinlich ein Spielwagen, oder? Ah nee, ein Spielwagen ist ja was anderes. Das kann man ja irgendwie craften. Das da oben ist ein Spielwagen. Ach, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Puppentheater. So, glaube ich, ne? Kommt, glaube ich, am nächsten irgendwie. Schon wieder diese Figur, oder? Nee, ich glaube, das ist ein anderes Pferd. Ein anderes Schaukelpferd. Komm, wir erdrehen uns mal wieder die 1, würde ich sagen. Ach, leider die 2. Moment. Das hier oben ist ein anderes Spiel, oder? Ich habe ja schon auch in der letzten Traumreise nochmal gefragt. Irgendwas mit Blaster, ja, das müsste ein anderes, das müsste irgendwie ein Flugsimulator sein oder irgendwie sowas. Das brauche ich noch, Mann. Ich habe bisher halt wirklich nur Mahjong und Kampfspiel gesehen. Das Ding habe ich noch gar nicht, cool. Also ich habe auch eigentlich nicht gezweifelt, dass es noch mehr als diese beiden gibt. Und diese Bambusabsperrung, die will ich auch unbedingt haben, Mann. Ich will das Recipe dazu endlich kriegen. Ah, ich kriege immer nur diese Bambusabsperrung und die ist halt einfach Schmutz. Mit der kann man nichts anfangen. So, hier kommen wir dann auch wieder zurück zum Festplatz. Mit diesem schönen Eiertor. Oder Häschentagtor, muss man ja sagen. Die Musik ist halt auch so geil von dem Ding, ne? Richtig schön retro. Genauso wie diese... Keine Ahnung. Stationssitzschalen. So wie an der U-Bahn halt oder im Stadion vielleicht auch. Es gibt auch tatsächlich Busse bei uns, die so aussehen. Also mit solchen hässlichen Schalen sitzen. In manchen Städten fahren die ja wirklich nur mit so richtig schön gepolsterten Sitzen, aber nee. Also zumindest damals in Köln gab es auch diese hässlichen Hartschalensitze, die halt sowas von unbequem sind, wenn du da 20 Minuten drin sitzt, aber gut.
However, die Bank ist schön designt hier. Wahrscheinlich einfach nur umgestaltet. Ach, hier oben dieses sehr interessante Pissoir direkt am Fluss. Und dieses tolle Tiger-Paravent. Wer wohnt hier jetzt eigentlich? Boah, ich bin mir so unsicher, ne? Mein Gott, ist das jetzt... Das ist auf jeden Fall nicht Max' Haus, stimmt? Ah, hier wohnt Sane. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt reingehen sollen. Ich mach's einfach mal. Okay. Viel designt auf jeden Fall. 2 Staubsauger. Ich würde sagen, ich betrete jetzt noch einen Raum und wenn da nichts ist, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, dann gehe ich auch wieder raus. Ja, okay. Ist das nicht irgendwie so ein Logo von Sims oder sowas? Bin mir da jetzt nicht sicher, aber sieht das nicht irgendwie so ähnlich aus? Ich habe nie Sims gespielt tatsächlich. Ich habe damals, glaube ich, mal von meinem Vater so ein gebrauchtes Wii-Spiel bekommen, aber irgendwie hat mich das überhaupt nicht interessiert, das mal anzuspielen. Mag auch daran liegen, dass da halt Links Crossbow-Training mit in diesem Paket waren, was mir mein Vater da gekauft hatte. So, dass ich mich dann eher dafür interessiert habe. Hier haben wir wieder eine schöne Brücke mit 2 Flamingos links und rechts. Und hier kommen wir jetzt in eine kleine Bambus-Area, ja. Hier, ganz viele Parkbänke und auch Laternen vor allem. Kann ich bei mir tatsächlich gar nicht so richtig integrieren, auch wenn ich die Laternen richtig cool finde. So, hier wohnt Dorothea. Ja, die haben wir gerade draußen schon gesehen. Und hier ist dann direkt das nächste Haus von Looper. Oh. Looper ist eigentlich auch noch so ein Lebensziel, die irgendwann noch mal in der Stadt zu haben. Er ist halt einfach so ein cooler Charakter. Hier auf jeden Fall wieder eine andere Variation von diesem Kuscheltier von Mama. Und noch eine andere Variation des Gartenzwergs. Alle Gartenzwerge, die keine rote Mütze aufhaben, sehen irgendwie merkwürdig aus. Ist auf jeden Fall ein ganz netter Bereich hier für Looper noch. Dorothea hat hier oben so einen riesen Teddy drin. Okay. So, und hier geht's dann weiter mit den weiteren Bewohnern. Ich kann jetzt mir gar nicht angucken, wer hier zu Hause ist. Dann schaue ich halt auf die Karte. Ich bin gerade bei Erik. Direkt den richtigen genommen hier. Erik ist auch ein super Bewohner, auf jeden Fall. Hat hier auch so ein paar Sachen auf dem Tisch rumliegen. Hat hier so einen schönen Steintisch. Ähnlich wie bei mir der Barry. Hier oben ist dann diese Kletterwand, die halt auch irgendwie... Ich könnte sie nicht integrieren. Hier sieht sie auch ein bisschen weird aus, aber na gut. Und hier haben wir noch ein paar weitere Krafttrainingssachen. Hier haben wir dann Siggi wohnen. Das triggert mich auch ein bisschen, diese Blumen hinter einem Item. Weiß nicht, das ist... Es muss für mich andersrum. Wer warst du nochmal? Du warst der Hans, ne? Ich kann dich nämlich auch nicht, als der Max mir das Poster geschickt hat von ihm. Ich habe mittlerweile auf jeden Fall schon eine Wand voller Poster von Bewohnern bei Finn zu Hause. Hier ist noch ein weiterer Basketballkorb und eine weitere Uhr. Wenn wir jetzt wissen, wir haben jetzt ungefähr... Boah, ich glaube so 13 Minuten müsste ich jetzt in der Stadt sein, dann kann man ungefähr errechnen. Wenn man das jetzt minus 13 Minuten rechnet hier die Zeit, dann weiß man ungefähr, wann Max das hochgeladen hat. So sollte nämlich die Rechnung sein. Hat er mir auch nochmal erklärt beim letzten Part. Das würde nämlich Sinn machen. Das hier ist eigentlich... Mag ich irgendwie so diese Ecke. Dass man hier so ein bisschen rumlaufen kann. Hat irgendwie... Ich weiß nicht. Hat irgendwie was. Wieder der Maxel. Keine Ahnung, wie der jetzt so weit schon gelaufen ist. Ich meine, gut. Ich laufe jetzt auch absolut nicht linear und schnell hier durch. Da oben steht auf jeden Fall noch ein Kuscheltier, habe ich gesehen. Hier haben wir die Claudia wohnen. Im schönen pinken Swimmingpool. Ach, das Entchen bewegt sich sogar. Dieser Liegestuhl steht falsch rum. Das finde ich nicht gut. Die Akademie würde das ankreiden. So, hier haben wir Annette. Die mag irgendwie, keine Ahnung, Dungeons and Dragons oder weiß ich nicht, was das hier für ein Tabletop-Game ist. Eine Runde mit Mikey und, ach, ich habe keine Ahnung mehr, wie die alle hießen, spielen. Und uns von Durgeron fressen lassen oder so. Hier wohnt der Anton.
hätte jetzt fast Anthem gesagt, weil ich gerade so in den Life is Strange Charakteren war, die halt alle Englisch sind. Ein Ofen, der auf ist. Ich mach ihn mal zu. Einfach so. Das passt gut in die Nische hier rein. Und da oben steht eine Schildkröte. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich langlaufen soll. Das ist eigentlich jedes Mal so. Aber eigentlich gibt's hier gerade nur einen Weg, oder? Das ist ganz gut eigentlich für mich. Hier geht's wieder nach unten. Da ist jetzt Lupas Haus hier, oder? Nee, jetzt habe ich mich ein bisschen verirrt. Was ist hier? Hier wohnt Hans. Okay. Und der hat einfach eine Tafel da hinten stehen. Also manchmal wirkt das halt einfach so... Hier ist Lupas Haus. Einfach so... random hingestellt. Genauso wie diese Bank. Die hat aber irgendwie was. Ich weiß nicht, mich wird das jetzt nicht so reizen, mir jetzt hier so random Items halt hinzustellen. Vielleicht hat sich der Max dabei auch was gedacht, was Konkretes. Aber manchmal denke ich mir so, was hat das hier verloren? Auf der anderen Seite, wo hat es sonst etwas verloren? Vielleicht wird etwas erst dann sinnvoll, wenn man es hinstellt. Das war ein Bewohnerspruch, by the way. So ungefähr. Hier ist der Lukas zu Hause. Aber an sich, ich mag den ganzen Aufbau der Stadt einfach. Mit den ganzen Bewohnern so schön nebeneinander. Die haben auch trotzdem ein bisschen Platz noch und ein paar Blumen zwischendrin und alles. Da ging es jetzt auch noch weiter nach oben, ne? Zu seinem Haus dann, glaube ich. Hier geht es nicht mehr weiter, yo. Der Aufgang ist auch cool mit den beiden Steinlöwen, aber die sind halt generell sehr coole Items einfach. Hier so ein kleiner Waldbereich, der gefällt mir auch ganz gut. Hier kann man drüber springen, ne? Ja, genau. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und da unten ist dann auch der Campingplatz. Kommen wir da hier runter? Ich glaube, erstmal auf jeden Fall nicht. Gehen wir erstmal hier hoch, oder? Ich glaube, wir gehen erstmal hier hoch. Hier haben wir dann das Riesengrundstück von ihm hier. Peace, yo. Wo wir uns auch gleich am besten... Ah, geil. Hier kann man einfach ins Wasser springen. Leider habe ich jetzt absolut keinen Tauchanzug dabei, sonst würde ich das glatt machen. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob das in Träumen erlaubt ist, aber ich gehe einfach mal von aus. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, direkt morgens einfach erstmal so. Einfach direkt mal ins Meer springen. Hat bestimmt was. Das Spinnentürschild. Und eine Goldrosenkrone. Okay. Ah, dieses Ding hier, auch sehr geil. Und daneben, glaube ich, so ein Verlobungsring, ne? Oder Hochzeitsring. Keine Ahnung. Ich glaube, es war ein Verlobungsring. Vielleicht gab es aber auch mehrere Variationen. Ach, hier. Der Max hat hier die Bambusabsperrung benutzt. Aber ich finde hier halt sowas von useless irgendwie. Da stellt ich ja lieber noch irgendwie eine Hecke oder einen Zaun oder irgendwas auf. Oder einen Busch von mir oder so einfach. Ja. Ist eigentlich ein richtig schöner Garten und Terrasse und so. Ich würde hier vielleicht noch was hinstellen. Irgendwas richtig, richtig Cooles. Zum Flexen. Aber an sich, auf jeden Fall, ziemlich cool. Und so stalkst hier. Ja, Virginia stalkt hier. Sagt aber nichts. Spaziergang läuft hier, ja. Okay. Die Wände sind ähnlich voll geklatscht wie bei mir. Hier sind auf jeden Fall die ganzen Akademie gegen hier Belohnungen und die Sachen aus der Museumstour. Das mit den Schränken hier fand ich schon immer ganz cool. Hier oben ist die Krone auf diesem Ding drauf. Das ist wahrscheinlich, also wenn du die Krone irgendwie an die Wand packen willst, kommt dieses Ding da wahrscheinlich automatisch, oder? Ist jetzt kein Item oder sowas, was du an die Wand klatschen kannst. Dieses kleine Tischchen, sag ich mal. Dieses Regalbrett. Keine Ahnung. Nee, aber ich finde das immer ganz cool mit diesen kleinen Nachttischchen, wenn man die so nennen soll. Wenn man da was draufstellt, so. Ich will halt unbedingt auch diese Podeste haben, diese Ausstellungssockel, die es in Joliv gab, die man in einem Museum kaufen konnte. Fände ich voll geil, wenn man die jetzt irgendwie bekommen könnte. Ich meine, ich habe die sogar schon mal gesehen. Wäre auf jeden Fall extremst erstrebenswert für mich, die zu besitzen. Da ist so ein Wespenmodell. Ah, ich muss ganz schnell hier raus. Hier links haben wir so eine kleine Küche.
Ja. Für mich fehlt in der Küche auf jeden Fall noch ein bisschen Musik. Hier ist das Goldgeschirr, wo wir da draußen vorhin die Anleitung gesehen haben. Ja, finde ich ganz nett. Ist das ein Geburtstagskuchen auch wieder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Kann man auf jeden Fall gut machen. Kann ich mir gut vorstellen, so morgens hier ein bisschen zu chillen. Zeitung zu lesen, was ich nicht tue. Also, ergo, eher ein bisschen auf Twitter rumscrollen oder auf Reddit. Kann man machen. Vor allem so schön sonntags morgens wie heute. Und hier spielt New Horizons, also neue Horizonte. Und die pinke Lampe, pink. Die rosane Lampe passt irgendwie farblich nicht so ganz rein. Aber gut. Hier ist eigentlich alles ein bisschen farblich durcheinander. Aber eigentlich auch ganz angenehm. Also ich stelle mir das schön vor, mit dieser Tapete irgendwie aufzuwachen. Ist doch eigentlich ganz cool. Sogar zwei verschiedene Modelle von Schlafmasken hier. Ich weiß zwar nicht, warum man jetzt Schuhe unbedingt an die Wand hängen will, aber ich finde es halt auch immer blöd, wenn man das so designt, dass man halt die Pantoffeln so vor das Bett stellt, dann kann man da halt nicht mehr rein. Wenn man vielleicht die andere Seite zugestellt hat, wie es jetzt hier wäre. Ist halt voll doof irgendwie. Aber gut, ist halt so. Die Harfe ist auch toll. Ich mag Hafengeräusche. Ich mag hingegen so klirrendes Geschirr jetzt nicht so gern. Kann ich leider gerade nichts dran ändern. Und hier haben wir das Bad. Mit dieser schönen Badewanne. Wo ich persönlich nie weiß, wie ich die integrieren soll. Aber sieht eigentlich echt voll cool aus. Naja. Hier passt es ganz gut rein, so. Oh, sogar so ein Schmuck-Dings da. Habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Was heißt glaube ich? Ich weiß, dass ich es noch nicht habe. Komm, zeig mir an, wie viel ich wiege. Dann halt nicht. Diesen Muschelteppich brauche ich auch noch. Ach, so viele Items, die ich noch nicht habe und noch gerne hätte. Ah, das ist so ein richtig, weiß ich nicht, so ein erwachsenes Zimmer mit diesem Boden allein schon. Und der Stuhl ist auch mega chillig. Der ist mega chillig. Sogar noch ein Faxgerät und so ein richtig altes Telefon. Ha. Das ist auf jeden Fall ein Boomer-Raum. So ein richtiger Boomer-Hobby-Raum. Ich weiß nicht, was genau das Anatomiemodell daneben zu bedeuten hat, aber ja, das lasse ich jetzt einfach mal da so stehen. Ich kann es ja auch nicht verschieben. Hat irgendwie auf jeden Fall was. Was sehr Nostalgisches irgendwie. Hört sich ein bisschen merkwürdig an. Retro ist aber auch nicht so richtig der richtige Begriff. Altmodisch. Kann man, glaube ich, am besten sagen. Und ein richtig schöner Hobbykeller. Mit Arcade-Automaten. Mit ganz allein. Mit Spinnenweben natürlich, wie es sich für einen Keller gehört. Ein bisschen Werkzeug. Einer Modelleisenbahn für alte Männer. Socken. Vielleicht die von Patrick, ich weiß es nicht. Ein toller Superheldenanzug. Und ein Herzchensofa. Da fehlt eigentlich nur noch eine Kamera davor. Und ein Kicker. Kicker sind auch immer toll. Jut, jut. Es passt auf jeden Fall zur Stadt. Ich bin ja mittlerweile halt eher so ein bisschen minimalistischer. Also absolut nicht so minimalistisch wie Virginia, was Einrichtung angeht. Und versuche ein bisschen halt nicht zu viel reinzuklatschen, dass es nicht überladen wirkt. Und ja, bei Max ist es manchmal so ein bisschen überladen, aber auch nicht immer unbedingt schlimm. Also das passt halt alles trotzdem. Dieses kreative Chaos, es passt irgendwie trotzdem noch irgendwie zusammen. Auf eine interessante Art und Weise.
Das gefällt mir. So. Hier geht's jetzt zu Rainer runter, glaube ich. Ne? Hier ist auf jeden Fall ein tolles Gemälde. Also toll vor allem als großes. Hier geht's zu Rainer. Ah, genau. Ich glaube, das war auch mal irgendwie zickzackmäßig gemacht hier mit den Abgängen. Aber das bietet sich echt ganz gut an hier. Ja, kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Hier so einen richtig schönen Abschnitt einfach, wo man ein bisschen rumlaufen kann. Kann man sogar fast ganz rumlaufen, oder? Oder kann man sogar ganz rumlaufen? Das muss ich jetzt gerade mal ausprobieren. Weil sowas wollte ich damals auch mal gemacht haben. Hat sich dann aber einfach so designtechnisch nicht angeboten für mich. Hier kann man... Doch, nein, 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 da kann man nicht rumlaufen. Okay, schade. Da ist halt Stein, Gedöns. Also hier kann man auf jeden Fall nicht rumlaufen. Da könnte man aber theoretisch eine Ebene höher gehen und dann da rumlaufen. Aber allein das hier ist schon richtig cool. Dass man hier schon den ganzen Weg halt bis zu Rainer laufen kann. Man muss jetzt halt nicht von oben irgendwo kommen, sondern kann auch theoretisch einfach von links vom Strand kommen und zu Rainer gehen. Das ist auf jeden Fall accessible. Deutlich mehr als bei mir. Und hier kann man dann auch nochmal ein bisschen langlaufen. Ach, da geht's zum Campingplatz. Das möchte ich mir noch ein bisschen aufsparen. Dann möchte ich nochmal kurz hoch. Und noch ein bisschen hier den... Ja gut, hier gibt's eigentlich nur das Blumenfeld zu sehen. Aber das ist auch sehr schön. Das ist sehr schön. Ja. Gibt eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Ein sehr schönes Blumenfeld. Dann würde ich sagen, auf zum Campingplatz. Zum Triforce Campingplatz. Auch wieder schön mit Wasserfall und Blumen natürlich und vor allem diesen Steinwegen. Ich liebe Steinwege. Per se. Ja, hier ist auch nichts eingerichtet großartig. Ist halt ein Zelt, ne? Sind eigentlich nur halt für die Show da, sag ich mal. Sieht halt einfach mega cool aus auf der Karte und auch so mit den gelben Zelten. So richtig Triforce-mäßig halt. Richtig cool. Und ich mag halt an sich einfach die Idee, dass man halt den Campingplatz, also das, gehst du mal bitte weg. Hau ab. Dass man dir den Campingplatz halt auch wirklich auf einen Campingplatz packt. Also auf einen Platz mit Zelten. Dafür braucht man dann halt wieder Bewohner, okay, aber die muss man dann nicht benutzen. Und man muss die Zelte eben auch nicht upgraden, sondern kann die einfach stehen lassen. Und dann hat das halt alles ein bisschen was Harmonischeres. Man fühlt sich dann nicht so allein, wenn man hier campt. Auch wenn mir das scheißegal ist, wie sich meine Bewohner da fühlen. Also, es sind ja keine... Meine Besucher, so rum. Die dürfen schon Mondonia erleben, ja. Ich sag mal, früher fand ich es vielleicht ein bisschen Campingplatzmäßiger. Da waren die halt noch ein bisschen natürlicher, sage ich mal, angeordnet. Aber ich meine, man hat jetzt das Triforce auf der Karte. Ich glaube, das ist es schon irgendwie wert. Dass man die dann halt ein bisschen linearer anordnet. Ja, ich mag es auf jeden Fall voll hier, dass man hier so rüberspringen kann. Sowohl oben als auch unten. Einfach eine richtig, richtig schöne Area. Hier ist wieder eine schöne Kletterwand. Auch der Bereich gefällt mir sehr gut. Einfach sehr gartenmäßig. Und ich würde auch mal wieder sagen, hier ist auf der Insel ist auch wieder die linke Seite ein bisschen... Also die finde ich auf jeden Fall besser. Und hier würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass die linke Seite mehr designt ist als die rechte. Gefühlt zumindest. Also die linke obere Ecke. Was ich sehr interessant finde, weil bei mir ist es halt auch ganz genauso. Weil da wohne ich halt. Und da habe ich das ganze Museum und drumherum alles aufgebaut. Vielleicht ist es aber einfach so ein mitteleuropäisches Ding, dass man da eben oben links auf der Karte anfängt, wenn man sich denkt so, ich will jetzt irgendwie mal meine Stadt richtig durchdesignen. Keine Ahnung. Hier auch wieder schöne geordnete Blumen. Ich mag geordnete Blumen. Zwischendurch ist es aber auch ganz geil, eben einfach mal Kreuz- und Querblumen zu haben. Und hier ist auch ein sehr cooler Bereich. Da kann man nämlich einfach von unten nach oben einmal komplett durchgehen, durch ein paar Steinbögen. Und hat hier so ein Stonehenge-Gedöns. Auch mit ein paar Blumen. Da hinten ist noch so eine Moai-Statue oder wie auch immer die sich nochmal nennt. Hier hat man ein kleines Grab für wen auch immer. Rest in Peace. Ein Zaun. Ich glaube, der soll da nicht liegen. War ich hier gerade schon? Nee, wir könnten theoretisch nochmal hier rumlaufen. Dann kommen wir zu der Statue. Die macht aber auch nichts, ne? Nee. Gut, gut. Ich guck mal gerade so ein bisschen an den Strand. Ist da noch irgendwas Zeigenswertes? Wir sind auch schon wieder sehr lange hier. Nicht, dass ich mir jetzt hier Zeitdruck machen möchte, aber... Nee. Schon irgendwie.
Okay, nee. Hier kommen wir theoretisch auch wieder zum Campingplatz. Aber hier muss ja auf jeden Fall nicht immer irgendwas stehen. So ein leerer Strand ist auch eigentlich ganz nett. So, hier haben wir dann auch noch eine weitere natürliche Area. Also die knüpft hier nahtlos an. Hier sind wieder diese Zeichen. Ich sag jetzt einfach mal, dass irgendwas von Sims kommt. Ich weiß es nicht. Kommen wir da rüber? Nee, da kommen wir jetzt leider nicht rüber. Aber da soll man auch eigentlich gar nicht rüberkommen. So eine schöne Insel mit einem Geldbaum drauf und Goldrosen. Und natürlich Maiglöckchen. Und hier nochmal ein bisschen Parkflair. Einfach noch ein paar Blumen, Büsche, Bäume, Steine und natürlich Bänke. Auch echt sehr schön. Ist auch, glaube ich, noch gar nicht so lange da. Halben Monat bis Monat vielleicht. Ein schöner Rosentisch. Würde ich auch gerne noch irgendwie bei mir integrieren. Die sehen echt cool aus. Und wieder schöne geordnete Blumen. Ah, schön. Hat das Zeichen, also dieser Umriss, irgendwas zu bedeuten? Oder soll das einfach nur nett aussehen? Kann ich gerade nicht beantworten. Der Park sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht sollte ich mich irgendwo mal hinsetzen. Ich würde mich gerne irgendwo zentral hinsetzen. Hier gibt es aber keine zentrale Bank. Irgendwie für ein schönes Bild oder so. Ich habe noch keine Ahnung, was ich als Thumbnail benutze. Vielleicht den Campingplatz, vielleicht das hier. Boah, muss ich echt nur mal durch das ganze Video einfach scrollen. So, hier sehen wir jetzt ein bisschen mehr den ganzen Wasserbereich hier. Was auch sehr cool gemacht ist mit diesen Wasserfällen halt einfach quasi einmal komplett rum. Sieht sehr interessant aus. Und hier ist dann das Museum. Auch schön in dieser ganzen Wasserlandschaft eingelassen. Einmal komplett hinten rum und links und rechts. Noch ein paar Bänke davor. Eine Telefonzelle, falls man vergessen hat. Ja, Virginia spielt gerade schön. Sieht man jetzt im Video. Hier ist nochmal genau so ein Ding. Ja, und dann sind wir aber auch eigentlich schon rum. Also, ja, was heißt eigentlich schon? Wir sind hier immerhin auch schon wieder 30 Minuten plus. Ja, dann war es das mit Besaid. Ich finde die Stadt einfach richtig cool. Viel Wasser hier in der Area hier unten. Und vor allem viel Natur auf der linken Seite. Die ganze Bewohner-Area oben rechts durchgezogen. Max Grundstück finde ich auch sehr cool. Hier unten rechts finde ich ist halt teilweise ein bisschen chaotisch. Aber nicht so, dass es halt krass störend ist. Das auf keinen Fall. Man sieht auf jeden Fall, dass hier viel Zeit reingeflossen ist. Stimmt, die Area habe ich noch gar nicht gezeigt. Ist zwar nur eine sehr kleine Ecke. Aber hier ist immerhin eine Orgel. Und ein DJ-Pult, was ich auch noch nicht besitze. Aber ich glaube, da kann man nur Musik abspielen, ne? Ist nur so ein Musikabspielgerät, da kann man nichts machen. Man könnte noch ein bisschen Schlagzeug spielen. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Inseltour. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich weiß jetzt leider nicht, ob ich das heute schon am Sonntag noch hochladen werde. Ich werde mich bemühen. Wenn ich das schaffe, seid auf jeden Fall nachher so um 19 Uhr rum beim Stream dabei. Dann gibt es nämlich Feuerwerk zum ersten Mal in New Horizons. Ja, und ansonsten werde ich auf jeden Fall noch ein Video davon zusammenschneiden. Und wir sehen uns natürlich wieder bei einer weiteren Verträumtreise. Nummer 4 dann. Ich weiß noch nicht zu wem. Das schauen wir dann. Bis dahin. Tschüss.